Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Prehistoric Kingdom. Wir bauen nämlich weiter in unserem Parkbauprojekt Jurassic Jungle und dort haben wir beim letzten Mal einen neuen Parkabschnitt angefangen, der Death Trail heißt. Oh, schwer auszusprechen, Death Trail. Ja, war einigermaßen richtig, hoffe ich. Und den bauen wir heute weiter. Dafür bauen wir nämlich das zweite Gehege und das wird auch wieder natürlich genau in diese Richtung vom Motto her gehen, also so ein bisschen trockener alles. Und das hat auch was mit dem Thema Tod zu tun. Ich weiß, es ist kein schönes Thema, aber passt ja irgendwo auch zu den Dinosauriern, ne? Die sind immerhin ausgestorben. Und deswegen finde ich das eigentlich vom Motto gar nicht so schlecht. Und ihr seht auch schon, wofür ich gerade das nächste Gehege plane, nämlich für einen riesigen Sauropoden. Der fliegt hier nämlich schon in der Mitte des Bildes. Den habe ich mir wieder als kleine Referenz, damit ich so weiß, wie groß ich bauen muss, in das Gehege platziert. Und ich kann jetzt schon mal sagen, das Gehege muss riesig werden, damit es einigermaßen vernünftig für diesen aussieht. Das ist der Argentinosaurus. Und ich glaube, aktuell ist das sogar der größte Sauropode im Spiel. Bin mir aber nicht ganz sicher. Also, ich glaube, der ist ein Ticken größer noch als der Brachio. Falls ich da falsch liege, korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Der ist auf jeden Fall riesig groß. Und ich plane hier sogar eine Brücke, wo man sozusagen über diesen Sauropoden rüberlaufen kann. Also links ist halt ein Gehegeabschnitt. Und auf der rechten Seite, wo ich jetzt gerade das Terrain so ein bisschen anpasse, dort soll dann auch noch ein Abschnitt hinkommen. Ich kann jetzt schon mal vorweg sagen, ich habe in der heutigen Folge nur den linken Abschnitt geschafft, weil es einfach echt viel Arbeit ist, das dann vernünftig auch zu gestalten in dem Größenverhältnis. Kann man halt echt nicht vergleichen mit Planet Zoo, ne? Da hat man halt viel kleinere Gehege. Selbst für einen Elefanten, das ist viel, viel weniger Arbeit als für so einen riesigen Sauropoden. Und nur weil jetzt halt das Lebewesen in dem Gehege größer ist, möchte ich natürlich trotzdem nicht auf Details verzichten. Also ich werde dann trotzdem mir die Zeit nehmen und das alles vernünftig dann gestalten, dass ich auch zufrieden bin. Und ja, dann machen wir halt zwei Folgen aus einem Gehege. Ist ja, denke ich mal, auch nicht so schlimm. Und jetzt baue ich hier schon mal den Übergang. Da habe ich dann einfach wieder so, ja, Holzplatten benutzt, die wir auch vorher schon mal benutzt haben, in der genau gleichen Farbe. Und das Praktische ist ja, wenn es dann so von dem Kurvenradius oder von der Länge oder so nicht ganz passt, kann man einfach das Skalieren-Tool nehmen und das Ganze passend machen. Das ist echt mega praktisch. Dadurch muss man dann halt auch nicht so stückeln. Das ist einfach, macht alles so viel angenehmer. Ich liebe diese Skalieren-Funktion. Ich habe es ja schon tausendmal gesagt, aber werde es auch noch tausend weitere Male sagen, weil die einfach mega cool ist, die Funktion. Und das Coole ist halt auch, die Besucher können auch über diese Holzplatten rüberlaufen. Das heißt, da werden wir dann auch gar keine Probleme bekommen, dass die diese Brücke dann benutzen. Das sollte eigentlich ohne Probleme alles funktionieren später. Ich baue jetzt hier auch schon mal so ein bisschen ein Stützensystem. Ich habe es mir tatsächlich auch wieder schwieriger gemacht, als es hätte sein müssen, weil das Ganze eine abgerundete Brücke ist, sozusagen eine Brücke in der Kurve und keine gerade Brücke. Und dadurch ist es halt alles ein bisschen friemeliger. Dadurch muss ich halt jeden Holzbalken manuell nochmal drehen und anpassen, damit der auch an der richtigen Stelle ist. Eine weitere richtig gute Funktion von dem Skalieren-Tool, die seht ihr jetzt. Nämlich kann man, wenn man das Ganze einmal komplett rüberzieht, auch Objekte, die man gebaut hat, spiegeln. Das heißt, ich konnte jetzt hier einfach die Kurve nehmen, die ich hier schon verwendet hatte, und das Ganze einfach easy spiegeln auf die andere Seite und musste es dann sozusagen nur für eine Seite bauen und habe mir damit dann viel Arbeit sparen können. Ich habe übrigens auch einiges an Felsarbeiten und Bepflanzungsarbeiten und sowas, was später noch kommt, dann teilweise rausgeschnitten, weil das Video sonst einfach viel zu lang gewesen wäre. Aber keine Sorge, den Großteil habe ich drin gelassen, also alles, was spannend und interessant ist, habe ich für euch dann noch drin gelassen. Aber wundert euch also nicht, wenn dann mal an der einen oder anderen Stelle dann auf einmal Felsen platziert sind. Die habe ich dann einfach ja so platziert und es war nicht in der Aufnahme zu sehen. Eine weitere Option wäre auch noch gewesen, dass ich das Video noch schneller mache von der Geschwindigkeit. Aber wenn man es, glaube ich, zu schnell macht, wird es irgendwann auch nicht so angenehm zum Anschauen. Deswegen wollte ich damit auch nicht zu sehr übertreiben. Ich denke mal, so wie es jetzt ist, ist es schon relativ angenehm und dann schneide ich lieber die ein oder andere langweilige Stelle raus und dann passt das eigentlich. Ich glaube tatsächlich auch, dass das Video diesmal ein bisschen länger werden wird. Ich hoffe, das ist euch nicht zu lang. Und ich schätze mal, diesmal werden wir so auf 25, 30 Minuten kommen. Mal gucken, was es dann am Ende ist.
Und normalerweise ist ein Speedbuild immer so 10 bis 20 Minuten bei mir. Wenn euch das jetzt zu lang ist, dieses Video, schreibt es gerne rein. Wenn euch das nicht stört, dann schreibt es auch gerne rein, damit ich da Bescheid weiß und dann das in den nächsten Folgen beachten kann. Weil mittlerweile ist es ja auch so ein bisschen so, dass die Aufmerksamkeitsspanne im Internet immer kürzer und geringer wird und YouTube und allgemein Social Media dazu tendiert, dass Videos immer kürzer und knackiger werden. Kann ich ja auch irgendwo verstehen. Ich werde auch immer ungeduldiger und sowas, weil man hat halt viel zu tun und nicht so viel Zeit. Und ja, deswegen ist es halt für mich als Content Creator immer super interessant von euch zu hören, wie ihr das Ganze so empfindet. Aber jetzt gehen wir mal wieder ein bisschen darauf ein, was ich hier baue. Man kann nämlich jetzt schon den ersten Abschnitt vom Gehege ganz gut von der Form erkennen. Im Hintergrund habe ich das Terrain schon mal angehoben so ein bisschen, dass dort ein Berg entsteht. Und ich versuche ja auch wieder so viel wie möglich auf Zäune zu verzichten. Wir werden übrigens auch mit dem nächsten Patch dann unsichtbare Barrieren kriegen. Dann können wir dann eventuell auch unsere Probleme lösen, die wir ja im letzten Gehege schon hatten, dass die Dinosaurier noch ausbüchsen können. Also ich könnte mir vorstellen, dass es dann mit den unsichtbaren Zäunen wirklich so ist, dass man das dann mit Klippen besser lösen kann. Deswegen warte ich jetzt einfach mal ab mit dem Platzieren der Dinosaurier in den Gehegen. Und wenn dann der Patch rauskommt, der nächste, dann werden wir das einfach nachträglich nachholen. Hinter dem Berg platziere ich jetzt auch wieder einige Bäume. Bei so Waldstücken mache ich es übrigens meistens so, dass ich erstmal große Bäume ganz hinten im Wald platziere, da wo sie sein sollen. Und dann zum Rand von dem Wald, da mache ich dann immer so ein bisschen kleinere Bäume, dass man so ein bisschen einen Übergang hat. Das finde ich immer schöner, als wenn es direkt mit großen Bäumen losgeht. Und jetzt habe ich hier auch schon wieder einige Büsche noch auf dem Berg platziert und pinsel das Ganze mit verschiedenen Terrainfarben an. Bei den Terrainfarben kann man sich auch immer ordentlich austoben. Ich finde es da auch immer schön, wenn man viele verschiedene dort mit einbringt. Dann entsteht irgendwann, wenn man genug rumgepinselt hat, eine Fläche, die dann auch sehr natürlich aussieht. Natürlich kann man das vorher alles so ein bisschen grundieren. Das mache ich jetzt hier gerade auch. Das hilft natürlich auch schon ungemein, damit man das schön gestaltet bekommt. Weil jetzt haben wir schon durch die Grundierung diesen trockenen Look auf jeden Fall bekommen, den ich hier auch erreichen möchte im Gehege. Da kommt jetzt noch ein bisschen Braun mit rein. Ein bisschen Sandfarben. Und jetzt müssen wir das Ganze noch schön miteinander verfließen lassen. Und jetzt bauen wir auch schon das erste Sauropoden-Skelett. Beziehungsweise den Brustkorb von einem Sauropoden. Ich spoilere jetzt einfach, der Titel hat es wahrscheinlich eh schon gespoilert, ne? Das Ganze soll ein Dinosaurierfriedhof werden. Ein Dinosaur Graveyard. Und dort dürfen natürlich Skelette von Sauropoden und anderen Dinosauriern nicht fehlen. Das ist ein sehr makaberes Motto, aber auch ein interessantes Motto für ein Gehege, oder? Also ich hoffe, ihr findet das nicht zu schlimm. Ich mache das Ganze hier übrigens direkt neben dem Argentinosaurus. Einfach damit ich wieder so einen Ansatz habe, wie groß ich das ungefähr machen muss. Und jetzt wird schon ein wenig das Terrain angepasst im Gehege. Also mit ein paar Höhenunterschieden und dann das Ganze schön überglätten. Weil wenn alles mega flach ist, sieht es auch langweilig aus. Immer so ein paar kleine Hügel und Huggel machen da immer schon viel aus. Und das kann man dann mit Felsen auch nochmal ein bisschen markanter machen an der einen oder anderen Stelle. Und hier kommen natürlich diese trockenen Bäume zum Einsatz. Die passen ja perfekt in das Motto. Soll ja nicht so ein grünes Gehege werden, sondern ein sehr trockenes Gehege. Wenn ihr so trockenes Gras sucht, dann könnt ihr einfach Bäume nehmen und die umdrehen. Könnt ihr die Wurzeln als trockenes Gras verwenden, weil aktuell gibt es im Spiel noch kein trockenes Gras. Da muss man sich dann halt so ein bisschen behelfen. Funktioniert aber sehr gut. Man kann dann natürlich auch wieder skalieren. In der Größe so ein bisschen. Dann hat man auch viele verschiedene Gräser. Und man könnte natürlich auch verschiedene Bäume noch nehmen, weil einige Bäume aus dem Spiel haben auch Wurzeln. Und jetzt bringe ich auch noch eine zweite Felsfarbe mit in das Gehege.
So ein etwas hellerer, grauer Fels. Und auch noch ein bisschen grün. Da habe ich mich für so Bambus, ist glaube ich, entschieden, den ich schön im Boden versenkt habe. Fand ich farblich ganz okay. Und hier kommt dann auch schon der Futterspender. Und trockene Äste oder umgefallene Baumstämme und sowas. Die werde ich auch sehr viel in dem Gehege verwenden. Dabei versuche ich auch immer so ein bisschen darauf zu achten, dass die realistisch auf den Boden und auf den Klippen aufliegen. Und natürlich dürfen auf einem Dinosaurierfriedhof auch Knochen nicht fehlen. Da benutze ich jetzt immer meinen Brustkorb, den ich da vorhin vorbereitet habe, so ein bisschen als Referenz. Und da passe ich jetzt auch noch einige Knochen an, die dann schon so ein bisschen im Boden versunken sind oder umgekippt sind, um das Ganze spannender zu machen. Jetzt noch ein paar Felsen dazu packen. Und dann kommen auch noch weitere Knochen in das Gehege. Mit Knochen werde ich natürlich hier nicht geizen. Ist ja quasi das Motto vom Gehege. Ich habe hier auch dann mal den ein oder anderen T-Rex-Schädel platziert. Auch wenn das ja eigentlich so ein eher ein Sauropodenfriedhof ist. Aber Räuber lassen sich natürlich von sowas auch anlocken. Und dann kann es ja mal sein, dass der ein oder andere hier verendet ist. Ich glaube, jetzt kann man schon erkennen, warum das Ganze hier lange dauert, der ganze Bau von dem Gehege. Erstmal ist das Gehege natürlich riesig und ihr seht ja, wie viele einzelne Objekte ich hier platziere. Aber genau auf solche Details möchte ich dann natürlich nicht verzichten, weil ich finde, gerade die machen das alles super interessant und dann nehmen wir uns einfach die Zeit. Beim Wasser habe ich mich natürlich für das schlammige Wasser entschieden. Das passt viel, viel besser in so eine düstere Gegend als halt das klare Wasser. Dann jetzt noch einen zweiten Futterspender dazu und wieder ganz viele trockene Bäume. Auf der Rückseite habe ich mich dann auch nochmal für eine Stelle entschieden, wo so ein paar mehr umgefallene Äste und Baumstämme liegen. Da habe ich dann auch versucht, das schön zu kombinieren mit diesen etwas, ja, ich sag mal, brauneren, beigeren Ästen und diesen helleren Ästen. Und natürlich immer geguckt, dass es einigermaßen realistisch alles aufliegt. Und dann habe ich einfach das, was ich vorbereitet habe, mehrfach hinkopiert. Und dann haben wir relativ schnell so ein Gebiet geschaffen, wo halt viele Äste rumliegen. Das Gute ist ja, wenn man einmal so ein bisschen was vorbereitet hat, kann man auch viele Sachen wiederverwenden und einfach kopieren. Habt ihr ja gerade schon ganz gut gesehen. Ich habe einfach zum Beispiel Knochen da auf die Rückseite nochmal rüber einfach kopiert. Wenn man möchte, kann man dann auch noch den ein oder anderen Knochen dann ein bisschen anpassen und abändern. Aber wenn es weit genug weg ist, kann man auch einfach genau die gleiche Knochenkombination, sage ich mal, nehmen. Kann man ja auch einfach ein bisschen rotieren oder ein bisschen mehr in den Boden versenken oder so. Das macht dann eigentlich immer schon genug aus, damit es nicht zu kopiert aussieht. Im Wasser habe ich dann auch ein bisschen mehr Grün im Gehege untergebracht. Und dann gab es wieder viele, viele Knochen, die in das Gehege platziert werden mussten.
gebe ich dann jetzt auch einfach den T-Rex-Schädel rüberkopiert vom Eingangsbereich, damit ich das halt nicht nochmal bauen muss. Und dann an die Ränder wieder viele Äste platziert, so dass sie schön auf den Steinen aufliegen. Und jetzt fehlten natürlich auch noch einige größere Skelette von Sauropoden, die halt ein Ende gefunden haben. Dort habe ich mir den Brustkorb geschnappt, den ich ja vorhin schon vorbereitet hatte, und habe den noch ein wenig mehr ausgebaut, mit ein paar mehr Halswirbeln. Man hat schon einige Knochen im Spiel mittlerweile, allerdings fehlen da auch noch viele, also es gibt zum Beispiel auch noch keinen Schädelknochen von einem Sauropoden oder sowas, deswegen habe ich hier das Ganze einfach so aussehen lassen, als wenn der halt in der Erde ist. Aber ich habe trotzdem den Hals noch so ein bisschen angepasst, von der Drehung her, und versucht halt auch die Wirbel immer kleiner werden zu lassen, zum Hals hin. Und dann habe ich auch noch die ein oder andere Rippe ein wenig abgeändert, damit nicht alles zu gerade aussieht und zu perfekt. Und ein Teil des Hals habe ich auch noch nach hinten kopiert, damit dort die Wirbelsäule auch noch weitergeht. Das habe ich dann auch einfach bis in den Boden gemacht. Und jetzt ist natürlich wieder das Praktische, wenn man es einmal vorbereitet hat, kann man es dann auch schnell und easy weiterverwenden. Oh, hier muss ich nochmal ein bisschen was korrigieren. Hier habe ich das jetzt einfach ein bisschen kleiner skaliert und schon sieht es wie ein anderes Skelett aus. Und dann ein bisschen rotiert und dann fällt es gar nicht auf, dass ich es kopiert habe. Also es geht wirklich wunderbar mit diesem Skalieren-Tool, dass man das halt wieder verwerten kann, die Sachen. Jetzt noch ein paar Oberschenkel und Beinknochen daneben gelegt, die so ein bisschen in der Erde stecken. Und noch ein paar Felsen drumherum. Ich glaube, so langsam sieht es auch aus nach Dinosaurierfriedhof. Ich habe nämlich mittlerweile schon echt einige Knochen jetzt hier untergebracht. Und jetzt habe ich mich auch noch dazu entschieden, eine weitere Felsfarbe hier mit einfließen zu lassen. Nämlich nochmal so eine dunklere Felsfarbe. Das habe ich dann überall mal so ein bisschen mit hineingearbeitet. Und damit war auch der erste Gehegebereich soweit fertig. Jetzt mussten wir natürlich auch wieder nach oben zum Weg gehen und dort ein bisschen den Besucherbereich anpassen. Ich habe mir dann als allererstes mal hier diese Buchstaben geschnappt und das Ganze auch benannt als Dinosaur Graveyard. Übrigens hier das Ganze auf Englisch, weil natürlich Death Trail auch schon Englisch ist und wir allgemein den Park auf Englisch halten werden. Jurassic Jungle ist ja auch Englisch. Finde ich auch vom Klang her ein bisschen cooler und es sieht auch cooler aus auf den Schildern, wenn wir das auf Englisch halten. Hab hier beim Schild auch wieder den gleichen Stil verwendet, den wir ja schon die ganze Zeit benutzt haben, mit diesem rustikalen Holz und dann so ein paar rote Akzente mit auf dem Schild. Und dann habe ich mir auch nochmal so ein Sauropoden-Skelett aus dem Gehege geschnappt und das hier oben in den Besucherbereich gebracht. Wofür genau, das werdet ihr gleich sehen. Nach oben hin habe ich natürlich die Wirbel immer kleiner werden lassen, so wie ich es ja vorher auch schon gemacht habe.
Und ich glaube, spätestens jetzt kann man ganz gut erkennen, wofür dieses Sauropoden-Skelett dienen soll. Nämlich soll das die Halterung werden für das Dinosaur Graveyard Schild. Diesmal habe ich das Ganze nicht mit Seilen befestigt, sondern mit so Ketten. Wundert euch übrigens nicht, wenn manchmal diese oberste Kette nicht angezeigt wird. Das ist hier teilweise noch ein bisschen komisch, wenn man manchmal rein und raus zoomt, dann werden Sachen nicht mehr eingeblendet. Werdet ihr auch später vielleicht nochmal sehen, wenn ich mal ganz rauszoome, dass dann zum Beispiel Dinosaurier-Skelette im Gehege oder so nicht zu sehen sind. Ist noch ein bisschen schade, dass die Sachen dann nicht gerendert werden. Aber ist vermutlich aktuell noch so eine Performance-Sache. Oh, hier bin ich jetzt aber auch schon wieder fix unterwegs. Ich habe jetzt hier einfach einige Gebäude aus dem Eingangsbereich rüber kopiert. Und auch hier die Baumstämme aus dem Gehege. Also ich bediene mich hier gerade völlig an den Sachen, die ich schon vorher mal gebaut hatte. Aber ist ja auch vernünftig, ne? Man will ja auch dann irgendwann vorankommen und will nicht immer alles komplett neu bauen. Also Sachen wieder zu verwenden ist halt echt nicht verkehrt. Wenn man es vernünftig macht, sieht es dann auch, glaube ich, gar nicht so schlecht aus. Hier gestalte ich jetzt gerade nochmal schön den Übergang von dieser trockenen Landschaft zu diesem grüneren Berg im Hintergrund, der ja der Hintergrund von einem anderen Gehege ist. Das mit den Übergängen klappt eigentlich ganz gut, wenn man dann zwei verschiedene Felsfarben benutzt und dann einfach, ja, dementsprechend viele Pflanzen platziert, dann sehen die Übergänge eigentlich mal ganz schön aus. Natürlich muss man das dann gleich auch mit dem Terrain-Tool nochmal überpinseln. Das mache ich jetzt hier an dieser Stelle. Und dann baue ich hier noch eine Besucherfläche. Da ist es echt praktisch, dass man halt entweder Wege oder diese, ja, Wegflächen selber bauen kann. Kann man eigentlich immer ziemlich gut miteinander kombinieren. Hab jetzt hier die Ränder von dieser Besucherfläche auch wieder mit kleinen Holzstämmen abgesteckt. Ach so, und wundert euch übrigens nicht. Dieses Sauropoden-Skelett habe ich nochmal umplatziert. Also das steht jetzt da oben links, könnt ihr es jetzt gerade sehen. Habe ich halt nochmal geguckt, wie es an einer besseren Position steht, damit das Schild besser hängt. Und da, wo es vorher stand, da stehen jetzt diese zwei Strohhütten, von denen man aus ins Gehege gucken kann. Die seht ihr gleich auch nochmal ein bisschen genauer. Aber erstmal machen wir jetzt hier wieder viele Baumstämme und trockene Bäume. Und natürlich auch wieder diese Büsche, die wir auch im Gehege verwendet haben. Und auch hier dürfen diese anderen Felsfarben aus dem Gehege nicht fehlen. Die habe ich jetzt auch nochmal an der einen oder anderen Stelle dazwischen gemacht. Dann hatten wir eigentlich schon diesen trockenen Look, den ich haben wollte, da oben. Jetzt noch ein paar Sitzmöglichkeiten und Mülleimer. Und dann hier vorne nochmal die Bereiche mit kleinen Baumstämmen abstecken, wo ich nicht möchte, dass die Besucher durchgucken können. Ich will die natürlich auch dazu bringen, dass sie dann auf diese Plattform gehen müssen. Und ich fand auch die Kombination eigentlich aus dem Holz und dem Fels ganz cool. Deswegen habe ich das vor den Hütten hier auch nochmal gemacht. Jetzt habe ich nochmal die Wegfläche vernünftig gestaltet, dass sie wieder zurück zum Weg führt. Und natürlich fehlt da auch noch eine Treppe nach oben zu diesen Hütten, damit die Besucher dort auch hin können. Das ist auch echt praktisch mit dem Skalieren-Tool, dass man die Treppe so lang und so steil, wie man möchte, halt ziehen kann. Und das Ganze habe ich jetzt hier mit dem Wegetool einfach verbunden. Und dann sollte das später halt auch für die Besucher hoffentlich benutzbar sein. Werden wir dann nachher herausfinden, wenn die Besucher dann dort auch mal hingehen. Und jetzt wieder ganz viele Felsen in diesen freien Bereichen noch. Das ist jetzt schon hier so der Feinschliff für die heutige Folge.
Und noch mehr Äste und Baumstämme. Die kommen ja eigentlich gefühlt überall hier hin. Aber ich finde, die passen auch echt halt gut zu diesem Motto. Das funktioniert auch eigentlich immer recht gut mit diesen Ästen, dass man die ohne viel Aufwand so auf Felsen und auf dem Boden platzieren kann. Weil die haben alle eine sehr, sehr gute Form. Und auch hier habe ich mir dann nochmal so ein Sauropoden-Skelett geschnappt und das dort oben auf die freie Fläche platziert. Und jetzt habe ich nochmal einen Zaun entlang des Weges bis zur Brücke platziert. Und das soll es jetzt auch mit der heutigen Folge gewesen sein. Wir haben unseren Dinosaurierfriedhof gebaut und beim nächsten Mal geht's auf der anderen Seite von der Brücke weiter. Denn das Gehege ist ja noch lange nicht fertig, also das ist ja erst die erste Hälfte vom Gehege. Die andere Hälfte wird auf der anderen Brückenseite sein und die wird komplett anders aussehen als diese Seite hier. Also die wird nicht ganz so trocken sein. Und ich denke mal, ich werde auch noch weitere Pflanzenfresser freilassen. Also es wird wahrscheinlich dann so ein Mischgehege werden. Aber lasst euch überraschen, das werden wir nämlich dann in der nächsten Folge gemeinsam herausfinden. Mich würde auf jeden Fall jetzt nochmal eure Meinung zu dieser Folge interessieren, ob die euch zu lang war oder ob das okay ist, wenn die Folgen dann auch mal ein bisschen länger ausfallen. Und ansonsten würde ich mich natürlich auch über ein Like und ein Abo von euch freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.